Sie sind hier, 24. November 2018, 11.33 Uhr, von Sportinformationsdienst, Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jonas Wolt wird Bayer Leverkusen ab Sommer 2019 nicht mehr zur Verfügung stehen. Urheberrecht Getty Images. Bayer Leverkusen vollzieht im kommenden Sommer einen Wechsel auf dem Posten des Sportdirektors. Simon Rolfes ersetzt den scheidenden Jonas Wolt. Der frühere Nationalspieler Simon Rolfes steigt bei Bayer Leverkusen ab 1. Dezember zum Sportdirektor auf. Wie die Rheinländer am Samstagvormittag überraschend mitteilten, tritt der 36 Jahre alte Ex-Kapitän der Werkself die Nachfolge von Jonas Wolt an. Wolt hatte sich zuvor nach 15 Jahren bei Bayer in verschiedenen Funktionen entschlossen, den Verein zum Saisonende zu verlassen und soll den 26-maligen Nationalspieler bis zu seinem Abschied einarbeiten. Rolfes arbeitet seit Beginn der laufenden Spielzeit bereits als Leiter der Bereiche Jugend und Entwicklung unter dem Bayerkreuz. Den Aufstieg in Leverkusens Führungsriege bezeichnete Rolfes als die Erfüllung eines Traums. Er habe Bayer 04 so viel zu verdanken und freue sich sehr über die neue Aufgabe, sagte Leverkusens Ehrenspielführer weiter. Wenning lobt Ex-Profi Rolfes. Bolt war beim Werksclub erst zu Saisonbeginn nach der Ernennung von Ex-Weltmeister Rudi Völler zum Sportgeschäftsführer des Europa-League-Teilnehmers zum Sportdirektor aufgestiegen. Über seine Pläne nach Beendigung seiner Tätigkeit in Leverkusen ist noch nichts bekannt. Rolfes erhielt von Leverkusens Führungspersonal viele Vorschusslorbeeren. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Simon Rolfes die wichtige Position des Sportdirektors aus den eigenen Reihen besetzen können. Er hat den sprichwörtlichen Stallgeruch, ist darüber hinaus international bestens vernetzt und besitzt alle Fähigkeiten, um Bayer 04 erfolgreich nach vorne zu bringen, erklärte Werner Wenning, der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses. Für Fernando Caro, den Vorsitzenden der Geschäftsführung, ist die Beförderung von Rolfes ein klares Bekenntnis zur DNA von Bayer 04. Simon ist eine allseits respektierte Identifikationsfigur. Er kennt den Club wie kaum ein anderer. Jetzt die Sport 1 App herunterladen, von Sportinformationsdienst. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.